Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zu der Demo-Version von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ja, gerade eben schon aus dem Stream heraus von Nintendo, jetzt direkt auf meine Konsole, die Demo-Version von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Ja, ich bin mega hyped, ich glaube viele von euch sind mega hyped. Und ebenso bin ich mega hyped auf diese Demo, denn ich habe, starten wir das erstmal, denn ich habe früher auch, wie viele andere auch, mit Pokémon Mystery Dungeon Team Rot angefangen, was das Mystery Dungeon angeht. Und das war auch einer meiner Lieblings-Spin-Offs, oder ist einer meiner Lieblings-Spin-Offs auf jeden Fall. Mag zwar ein bisschen den Himmel mehr, aber Rot ist halt so dieses klassische, ne, dieses klassische Mystery Dungeon-Feeling. Ja, machen wir mal Deutsch. Ja, ich möchte auf Deutsch spielen. Und dann legen wir mal los. Ja. Okay, Fortschritt wird automatisch gespeichert. Ich weiß nicht, wie lange die Demo dauert, ob wir das in zwei Parts teilen. Aber ich glaube, ich mache einfach einen Part und gut ist. Also schauen wir mal. Okay, das klassische Belipa. Oh mein Gott, das geht jetzt los. Oh, das sieht so himmlisch aus. Oh, und ich bin mittendrin. Okay. Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX. Demo-Version. Okay, cool. Oh. Gecatcht, Mann. Saugeil. Okay, wir machen ein neues Spiel. Okay, herzlich willkommen. Dies ist das Portal, das in die Welt der Pokémon führt. Doch bevor ich dich passieren lassen kann, muss ich dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte, dass du alle Fragen ehrlich beantwortest. Bist du bereit? Gut. Dann lass uns anfangen. Oh, ich bin schon auf die ganzen Quizfragen gespannt. Verlierst du dich gerne in Tagträumen? Ja, jeder, der mich kennt, weiß das. Jeder weiß das. Du hast ein Geschenk bekommen und weißt nicht, was drin steckt. Du bist neugierig. Was tust du? Ich öffne es sofort, Alter. Klar. Heißt ja nicht, dass ich da bis zu einem bestimmten Datum warten muss. Reißt du dich gerne? Nicht wirklich. Bin sehr auf Frieden gesteuert, sag ich mal. Was machst du mit der Nachttischlampe, wenn... Nachttischlampe, man kennt ihn. Wenn du abends schlafen gehst. Ich schalte sie aus. Logisch. Hast du das Gefühl, dass du in letzter Zeit alles etwas langsamer eingehst? Ja, ein bisschen. Kannst du anderen gegenüber deine Dankbarkeit ausdrücken? Ja, total. Ich bin immer sehr dankbar, wenn mir Leute helfen oder dergleichen. Ja, ich bin da immer sehr, sehr dankbar. Ich bedanke mich tausendmal, glaube ich. Du hörst ein Schreien hinter dir. Was tust du? Ich reiß die Tür auf. Ah, klassische Frage. Man kennt ihn. Greif mit der rechten Hand einen deiner linken Finger. Moment. Rechte Hand, einen deiner linken Finger. Okay, es ist der Ringfinger. Ja. Welchen Finger hast du gewählt? Den Ringfinger. Möchtest du als Junge oder als Mädchen spielen? Spielen wir mal als Junge. Ich bin mal gespannt, was wir bekommen. Gucken wir mal, womit unser Abenteuer startet. Du scheinst der ausgeglichene Typ zu sein. Ja, das würde passen. Ja. Du stehst Freunden, die Sorgen haben, mit Rat und Tat zur Seite. Ja, das stimmt. Streitereien kannst du nicht ausstehen. Ja, das stimmt auch. Du bist eine warmherzige Person, die sich gerne um andere kümmert. Sagen Leute. Von daher, viele deiner Freunde blicken zu dir auf. Kann sein, aber du bist auch ein wenig leichtgläubig. Maybe ein bisschen, aber das hat sich in den Jahren mittlerweile gepflegt. Und ein wenig sorglos. Ja. Und manchmal misst du dich in Sachen ein, die dich nichts angehen. Ganz selten eigentlich. Vielleicht solltest du diese Aspekte mal unter die Lupe nehmen. Ja, vielleicht. Ein ausgeglichener Typ wie ich bin. Ich habe früher immer als Hydropie gespielt. Let's go, baby. Das ist das, was ich wollte. Ja, das bin ich. Das ist mein freudiges Gesicht. Jetzt fehlt nur noch eins. Wer soll dein Partner sein? Wähle das Pokémon, das zum Partner haben möchtest. Welches Pokémon soll dein Partner sein? Ja, wir haben früher mal mit Gekkabor gespielt. Also Hydropie, Gekkabor, das waren meine Homies. So, ja.
Die waren schon richtig cool drauf. Ja, machen wir das mal. Soll dein Partner ein Junge oder ein Mädchen sein? Ich mach's mal mit Augen zu. So, anscheinend ein Mädchen. Okay, gut. Ein weibliches Gag-Abohr. Wie nennen wir sie denn? Gekaline. Ne, Gekka. Ich bin immer mit Namen immer so. Ich sag das immer vokal so. Gekari. Gekariu. Gekarium. Das klingt wie Aquarium. Gekariu. Gekariu. Chan. Keine Ahnung, das passt eigentlich nicht. Ja, beenden. Gekariu. Eieieiei. So, Hydropi und Gekariu. Diese beiden Pokémon sollen es also werden. Ja, okay, geschafft. Nun kannst du in die Welt der Pokémon eintauchen. Viel Spaß. Okay, ich bin schon gespannt. Wie, ist es vielleicht nur bis zum ersten Dungeon? Ist es vielleicht keine Ahnung wohin? Ja. Wo bin ich? Ich glaube, ich lese das mit meiner eigenen Stimme, weil ich glaube, das sind nämlich wir gewesen. Ist das ein Traum? Ich spüre eine angenehme Brise. Da spricht jemand. Wer kann das sein? Oh. Entschuldige. Wie gebe ich ihn denn? Wie gebe ich ihn ihr für eine Stimme? Entschuldige, hallo! Bitte wach auf! Komm schon, mach die Augen auf! Endlich bist du aufgewacht! Juhu! Klingt immer mehr wie Mickey Mouse, aber. Uff. Ich mag übrigens diesen Cartoon-Style. Der ist mega nice. So wie so ein Ausmalbuch. Voll cool, bin ich Fan von. Wo bin ich? Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. Es könnte auch so ein bisschen wie aus der Bully-Parade sein, die Lissi. Oh, Franz! Du hast bewusstlos hier gelegen. Ich bin froh, dass du wieder wach bist. So ähnlich. Könnt ihr auch so lesen. Ich bin Gekariu. Freut mich, dich kennenzulernen. Und du bist... Ah, ich hab dich hier noch nie gesehen. So macht's schon mehr Spaß. Hm? Du meinst, du bist ein Mensch? Auf mich wirkst du eher wie ein... ein Hydropi. Was? Das stimmt. Ich bin ja wirklich ein Hydropi. Aber wie und warum? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Du bist ja seltsam. Wie heißt du? Wie lautet dein Name? Mein Name? Ich heiße... Kentakio. Ganz easy. Unglaublich nicht kompliziert. Ja, Kentakio. So, wo ist das T? Und das A? Und das Kyo. So. Und enden. Ist Kentakio richtig? Ja, achso, es war glaube ich nicht mal sie wirklich. Oh, du heißt also Kentakio. Das ist wirklich ein niedlicher Name. So Hilfe, so hilft mir doch jemand. Oh, da ruft aber jemand um Hilfe. Ah, okay. Ist etwas passiert? Es ist fürchterlich. Mein Raubvieh ist in eine Höhle gefangen. Mein armes Baby. Was? Ein riesiger Erdspalt hat sich aufgetan und mein Raubvieh ist hineingefallen. Ich glaube, die waren Weibchen. Es ist noch so jung, um selbst hinauszukrabbeln. Als ich helfen wollte, wurde ich plötzlich von anderen Pokémon angegriffen. Wie bitte? Du wurdest angegriffen? Von anderen Pokémon? Vielleicht hat die Erdspalte sich in Panik versetzt. Sie waren sehr aufgebracht. Nee, vielleicht halt die Erdspalte, ja. Ich bin zu schwach, um es mit den wilden Pokémon aufzunehmen. Es wird jetzt nur aus... Was wird nur jetzt aus meinem Baby? Was soll ich tun? Oh weh, oh weh. Das hört sich schlimm an. Wir müssen ihnen helfen. Nee, jetzt habe ich die Stimmen irgendwie voll vermischt. Die Stimme war, glaube ich, zu ähnlich. Ich hätte einfach aus ihren Vater machen sollen. Kleinhain. So wieder in die Stimme zu kommen, ist schwierig. Nanu, ist das hier auf ein mysteriöser Dungeon? Ja, tatsächlich, das ist einer. Mysteriöse Dungeons sind wahrlich mysteriöse Orte. Jedes Mal, wenn sie
Wenn man sie besucht, ändern sie ihren Aufbau. Und die Items, die man dort findet, ändern sich auch jedes Mal. Ihre einzelnen Ebenen sind durch Treppen miteinander verbunden. Suchen wir erstmal nach einer Treppe. Oh, eins noch. Smetbo meinte, es sei von den Pokémon ja angegriffen worden. Wenn es nicht vermeiden lässt, müssen wir kämpfen. Geben wir unser Bestes, Kentakio. Okay, beweg dich fort, indem du L in eine beliebige Richtung drückst. Also die linke Steuerungstaste. Alternativ kannst du auch mit dem Steuerkreuz laufen. Das finde ich gut. Lauf aber lieber mit dem Steuerkreuz. Okay, A um anzugreifen. Okay, das war easy. So, es sieht halt schon mega cool aus. Okay, also kann man irgendwie... Es würde mich jetzt interessieren, wie sieht denn das mit der Attacke aus? Attackeneinstellungen. Okay, A, B, X und Y. Okay. Oh, wir haben auch schon ganz coole Attacken. Feuer oder mit Eisenschweif kann der schon. Lol. Okay. Das ist Aquaklare und... Und... Nee. Jetzt bin ich aber echt ziemlich verwirrt, wie man die Attacke dann im Endeffekt auswählt. Ja, und Item haben wir auch noch nicht gefunden. Das ist auch ein bisschen komisch. Du gelb, Items blau, Treppen weiß, Mitstreiter grün, gegnerische Pokémon rot. Okay. Okay, ich kann... AZL plus. Ah, okay. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt habe ich es gecheckt. Warte mal. Ey. Okay. Will you spin me right round, baby, right round. When you go down, when you go down, down. Okay. drücke L, um die automatische Fortbewegung zu aktivieren. Okay. Ah, okay. Es gibt eine automatische... Okay. Ganz interessant. Sehr interessant. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Und jetzt? Ah, okay. Ah, aha. Ja, okay, jetzt wird ein Schuh draus. Gut. Jetzt haben wir es kapiert. Ah, doch nicht so schwer, tatsächlich. Kleinhain. Schauen wir mal, wo wir gehen könnten. Das ist... Ist das eine Sackgasse? Nee, das sah nur so komisch aus, ne? Ja. Okay, aber man sieht mittlerweile die Monster, oder ist das nur, weil das jetzt ein Test ist? Oh! Okay, cool. Ja, Snipe Smell einfach weg, so, ne? Ist ja kein Problem. So, hier. Nein. Don't put me to sleep. Ey. Okay. Also, ja, hier. Ja. Mama Tackle. Okay, super. Okay. Das ist echt cool zu spielen und das ist echt auch schon ein ziemlich cooles Gefühl. Aber ich hab's ja schon gecallt eigentlich. Die sich mit mir unterhalten haben, ich hab's gecallt. Ich hab gesagt, es wird ein Remake von Rot und Blau geben. Ich hab's gesagt. Aber ich hätte gedacht, die releasen irgendwie mehr Nebenspiele, sag ich mal. Spin-offs. So, das Wort habe ich gesagt. Wee, Mami, wo bist du? Wir sind hier, um dich zu retten. Deine Mami wartet schon auf dich. Komm, gehen wir zu ihr. Yippie! Okay, das war ein gutes Tutorial. Kentaki hat den Rettungsauftrag im Dungeon Kleinhain erfolgreich abgeschlossen. Was? Alles? Nee, ne? Oder doch? Mein Baby ist gerettet. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, das war doch selbstverständlich. Wir leben in gefährlichen Zeiten. All die Beben und Erzspalten, die sich auftun. Alles, was zählt, ist dein Kleiner unversehrt und in Sicherheit ist. Bitte sagt mir zumindest euren Namen. Ich bin Gekario. Das klingt aber auch eine Kombination aus Gekabor und Lucario, so. Oder Kentakio von mir aus. Und das ist Kentakio.
Sieht mich voller Bewunderung an. Wie seine Augen glänzen. Ist mir ja schon fast ein bisschen peinlich. Irgendwie ist es auch cool. Ich fühle mich wie ein Held. Pokémon zu helfen, die in Schwierigkeiten stecken, gibt einem ein gutes Gefühl. Vielen Dank, Gekario und Gekakio. Ich weiß, es ist nicht viel, aber bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Du hast das Item Mini-Belebersamen erhalten. Du hast das Item Pfirsichfähren erhalten. Du hast 500 Pokédollar erhalten. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Aber da ist die Demo hier schon vorbei, ist die Frage. Wenn, dann wäre es eine ziemlich kurze Demo. No joke. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist sehr stark. Ich bin wirklich beeindruckt. Und was hast du nun vor? Hast du irgendwelche Pläne? Du weißt nicht, wo du schlafen sollst? Na, wenn du eine Bleibe suchst, folge mir. Okay. Wie weit geht das jetzt? Ich bin gespannt. Oh, sieht so toll aus, ganz ehrlich. Es ist wie aus einem Bilderbuch. Also, Wahnsinn. Bin schon gespannt, wie es dann auch weiterhin aussehen wird. Aber erstmal hier. So, da wären wir. Wow, ich weiß nicht wieso, aber ich bin glücklich. Bin zwar ein Mensch, aber mir gefällt's hier. Ich fühle mich unheimlich wohl. Ist möglicherweise so ein Pokémon-Instinkt. Vielleicht sollte ich jetzt vor Freude mit meinem Hinterteil wackeln. Ist ja auch egal. Ich bin glücklich. Vielleicht hängt das auch mit meiner Verwandlung in ein Hydropie zusammen. Na, Kentaku, du bist ganz schön beeindruckt, was? Ich wusste, dass es dir hier gefällt. Dieser Ort ist wie für dich gemacht. Ich war mir ganz sicher, dass es dir hier gefallen würde. Dies ist dein Briefkasten. Hier findest du Post von anderen Pokémon. Da fällt mir ein, erinnerst du dich doch an die Erdspalte, die Raupe gefallen ist. In letzter Zeit häufen sich Naturkatastrophen wie diese. Viele Pokémon leiden darunter. Ich möchte Gutes tun und diese Pokémon helfen. Ich möchte auf diese Art und Weise einen sicheren Ort... Nee, ich möchte auf dieser Welt einen sicheren Ort für Pokémon machen. Also, du hast dich bei der Rettung von Raupi Wacker geschlagen. Hättest du vielleicht Lust, ein Retterteam mit mir zu gründen? Ich bin überzeugt, wir werden das beste Retterteam aller Zeiten. Was sagst du? Ja, komm, wir machen mit. Also abgemacht, klasse. Und von jetzt an sind wir Partner, Kentak. Ich bin so froh, dass du dabei bist. Und unser Team heißt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Hör mal, Kentak, fällt dir eigentlich schon ein Name für unser Retterteam ein? Untrennbar, lol. Nee, wie wär's mit, Team Struck? Wie halt das Lied von AC/DC. Thunderstruck! Oder so ähnlich. Wow, wow! Okay, Ausrufezeichen. Damit die auch alle... Warte. Nee, so geht das nicht. Das muss schon... Oh, SS, nein, das wollten wir nicht. Struck. Mit Ausrufezeichen. So. Damit die alle auch sagen müssen... Struck! Thunderstruck! Ist Struck, richtig? Team Struck! Das klingt ja super. Ein schöner Name. Passt perfekt zu uns. Da wäre noch was. Das hier habe ich für den Tag aufgehoben, an dem ich ein Retterteam gründe. Und ich habe gleich zwei davon. Da können wir beide eins tragen. Kentaku bindet sich das Halstuch um, das er von Gekariu erhalten hat. Oh, klasse. Kentaku, das steht dir aber echt gut. Jetzt sehen wir auch wirklich wie ein Team aus. Retterteam Struck ist bereit. Morgen machen wir uns an die Arbeit. Okay, ist das dann das Ende der Demos, die Frage? Also, von der Länge her wäre es voll okay. Also jetzt für das Video. Und so begann die gemeinsame Karriere von Kentakio und Gekario. Als Retterteam. Das war die Demo. Kurze Demo. Aber hey, an sich kennt man das Spiel schon, ja. Und noch zusätzlich muss man sagen, was muss man dann zusätzlich sagen? Ach nee, es geht weiter. Oh, okay, am nächsten Morgen. Ich dachte, das wäre schon. Wäre halt eine kurze Demo, wäre auch okay gewesen, aber hey. Dann spielen wir es jetzt weiter. Alles unverändert. Ich sehe immer noch aus wie ein Hydropie.
Doch warum wurde ich zu einem Pokémon? Verstehe das nicht. Ach ja, dieses Pokémon, ich glaube, ist Kikario oder so. Wir hatten beschlossen, gemeinsam ein Retterteam zu bilden. Was Kikario wohl gerade macht? Ich sollte mal rausgehen und nachschauen. Okay. Ich dachte halt wirklich, jetzt wäre die Demo vorbei. So, ja, okay. Och man, wieso schläft's denn draußen? Also man kennt es noch von den vorigen Spielen, aber wieso schläft's denn draußen? Huch, oh nein! Sorry, ich war so aufgeregt, dass ich seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe. Und dann muss ich wohl irgendwie wieder reingeschlafen sein. Okay. Aber egal, heute ist unser erster Tag als Ritterteam. Geben wir unser Bestes. Ich warte schon darauf, dass ihr in den Comments schreibt, dass ihr angepisst von der Stimme seid. Wobei, wir haben ja auch gar keine Aufträge. Ich hab's. Vielleicht finden wir etwas im Briefkasten. Ikario schaut in den Briefkasten. Der Briefkasten enthielt ein Retterteam-Starter-Set. Wusste ich's doch. Das ist ein Retterteam-Starter-Set. Die sind aber echt schnell mit der Post. Aber hey, ich glaube, diese Pelipper sind einfach ultra schnell. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Ikario öffnet das Retterteam-Starter-Set. Darin befindet sich ein Retterorden. Ich wollte gerade fast schon Wetterorden sagen. So wie eine Sammelbox. Gibt es eigentlich den Wetterorden? Keine Ahnung. Und außerdem noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Jetzt ihr neues Abonnement. Muss man da echt ein Abonnement für abschließen? Klasse! Da haben wir ein paar wirklich nützliche Sachen bekommen. Hier retten wir zunächst den Retterorden. Den Beweis, dass wir ein Retterteam sind. Das ist eine Sammelbox. Dort können wir Items rein und die Wind Dungeons finden. Legen wir gleich mal die Items rein, die uns Madbo gegeben hat. Items sind äußerst nützlich. Die sollten auf Abenteuer immer welche dabei haben. Oh, und hier hätten wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Da sind viele nützliche Infos für Retterteams drin. Ich lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten. Lass uns später mal reinlesen. Mal sehen. Gibt es noch weitere Post? Haben wir auch nichts übersehen? Ikario schaut in den Briefkasten. Doch der Briefkasten ist leer. Schade, sonst ist nichts drin. Wenn jemand unsere Hilfe brauchen würde, hätten wir einen Rettungsauftrag erhalten. Ich vermute, es weiß noch keiner von uns. Wir fangen ja gerade erst an. Okay, flap, flap, flap. Oh, was kann das wohl sein? Ah ja, das sieht auch cool aus. Long. Oh. Okay. Ah, ich muss gucken. So, bitte sag mir jetzt nicht, ich soll in den Briefkasten gucken, danke. Das ist mir früher immer passiert. Einen Schritt zu weit nach vorne und geht so, willst du nicht lieber doch in den Briefkasten gucken? Okay, aber... Vielleicht ist da ein Rettungsauftrag. Vielleicht ist das ja ein Rettungsauftrag. Was steht drinnen? Tentakel liest den Brief. Piep, piep, piep. Raupi hat mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Magnetilo stecken in Schwierigkeiten. Ein seltsamer elektromagnetischer Welle floss durch einen Dungeon. Piep, piep. Sie bewirkt, dass sich zwei Magnetilo miteinander verbanden. Doch das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. So ist es unvollständig. Bitte helft uns. Beep, beep, ein Freund der Magnetilo. Was meinst du? Sollen wir es versuchen? Ja, los geht's. Auf geht's. Wir wollen in den Dungeon. Das ist die richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Yes. Okay. Das sieht halt auch mega cool aus. Gefällt mir auch mega gut. Ah, die Musik. Oh, da seid ihr ja. Unsere Freunde sind in dieser Höhle. Die müssen auf Ebene U6 sein. Helft ihnen bitte. Beep, beep. Okay, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die das diesen Dungeon hier so designt haben. Und ich finde auch diesen Hintergrund, wo Donnerhölle steht, U1, ich finde das ziemlich cool. Also rein vom Design her, von dem Spiel, gefällt es mir bisher sehr gut. Neige L in eine Richtung, während du B gedrückt hältst, um zu sprinten, das wissen wir. Ja, der Sprint ist irgendwie gefühlt schneller als früher. Das ist schon mal ein Apfel. Nicht vergessen, immer genug Nahrung in den Dungeons essen. Okay. Das ist okay.
Yo, wait. War das hier? Ja. Lass mal Schlammbombe drücken. Okay, gut, dann lass mal nicht Schlammbombe drücken. Kommst du mit? So. Ja. Schlammbombe misst eben. Macht mal nix. Oh Gott. Danke. Gegen gegen Elektro-Pokémon, da bin ich ein bisschen nicht so ganz optimistisch. Okay. Oh nee, wieso zwei auf einmal, Mann? Warte mal jetzt hier, danke. Okay, das ist fein. Umkehr bewegt sich auf der Gegner, solange du nicht bewegst, kannst du dir also Zeit nehmen. Ja, das wissen wir. Nochmal Schlammbombe, bitte. Danke. Das nicht gekillt, weil ich... Alter, sind das viele jetzt hier, ne? Ne, das sind Gegner, das sind nicht Gegner, das sind Items. Nevermind. Ja. Super, super, super. Okay, machen wir mal das. Okay. U6 hatten die gesagt. Ich finde diesen Hintergrund immer noch ziemlich cool. Okay. Ja! Was war denn das? Ja! Wait, Gekabo, danke. Das war ja wie so ein Anime-Schrei, Anime-Girl-Schrei. Oder war es mehr so ein Kung-Fu-Schrei? Ja! Oder... Keine Ahnung. Hat wohl eine Ratte gesehen. Lul, aber okay, es... Ja gut, okay, es war keine Ratte, es war kein Rattfratz. Es war... Nevermind. Ja gut, okay, das ist schon eher eine Maus, eine Giftmaus. Oh. So, der Ruckzuckieb hat gegönnt. Okay. Also Gekabor macht halt echt alles. So, Lebensschäle, komm, das reicht. Oh, hier gibt's Blusel. Ich würde ja sagen, lass die XP mitnehmen, aber das ist eh nur Demo-Version, also von daher passt das. Wir haben Mini-Beleber-Samen. Oh, Alter, der hat es ja für mich gesammelt, lol. Okay. War das früher auch so? I don't know about that. Geh mal hier lang. Na, brauchst du nicht, oder? Hört ihr uns? Nö, der geht in die andere Richtung. Super. Aber. Ah, ne. Ich klicke immer den Fall. Nein. Nein, aus. So, Lebensschäle, danke. 11 gemacht. Das war echt wenig. Aber Lebensschäle ist auch nicht unbedingt der stärkste Move. Also. So. Ah, next one. Und das ist U6. Sehr gut. Sind gut, schnell. Schnell, gut. Müssen wir gegen irgendwas kämpfen, ist die Frage. Oh, das sind sie ja. Bringen wir sie hier raus. Okay. Bringen wir sie hier raus. Ja. Kentakyo hat alle Aufträge im Dungeon Donnerhallhöhle erfolgreich abgeschlossen. Unsere Körper sind wieder getrennt. Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Bip, bip, hurra. Vielen Dank euch beiden. Ihr seid wahre Helden. Danke. Bzz, bzz. Du hast das Item Großer Apfel erhalten. Yeah. Und du hast das Item Seelenbeere erhalten. Und du hast 650 Pokédollar erhalten. Okay, cool. Dass die Rettung heute so gut gelaufen ist. Das war ja unser erster Auftrag als Retterteam. Ich muss zugeben, ich war ziemlich nervös. Jetzt bin ich total kaputt. Am besten gehe ich heim und hau mich jetzt mal aufs Ohr. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Bis dann. Okay. Jetzt kommt... Was kommt jetzt? Ah. Wo bin ich? Das etwa ein Traum? Huch. Ah, da ist ja jemand. Wer mag das denn bloß sein? Etwa jemand, den ich kenne? Hm. Ich kann mich nicht erinnern. Okay, da erfahren wir es nur so ein bisschen am Rande. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern. Hm. Ach, was soll's. Auf zu neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt.
So. Kentakio schaut in den Briefkasten. Doch da ist kein Auftrag für das Retterteam. Guten Morgen, Kentakio. Du bist aber früh auf den Beinen. Oh, ich sehe, du hast bereits im Briefkasten nachgeschaut. Und? War was Interessantes in der Post? Neue Rettungsaufträge zum Beispiel? Was? Es sind keine neuen Aufträge da? Naja, war ja irgendwie auch nicht anders zu erwarten. Schließlich haben wir gerade erst angefangen. Na gut, gehen wir doch mal zum Poképlatz. Schauen wir bei der Bellypost vorbei. Da müssten Aufträge raushängen. Der Pokémonplatz ist dort drüben. Komm, gehen wir. Okay, gehen wir. Gehört das, glaube ich, auch zu dem. Das ist ja auch mehr oder weniger ein Tutorial. Das ist der Pokémonplatz. Okay. Alte Bekannte, die Gekabob-Brüder vor allem. Die Kekleon-Brüder. Das ist der Kekleon-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Okay, die freuen sich. Er geht weiter. Das hier ist die Snobilikat-Bank. Hier kannst du dein Geld einziehen. Das Duckface. Die Schluppuck-Link. Der Schluppuck-Link. Schluppuck kombiniert deine Attacken zu Link-Attacken. Wie? Was Link-Attacken sind? Nun, das sind Attacken, die man gleichzeitig einsetzen kann. Aber frag am besten Schluppuck selbst. Spupuck. Das ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, um sie nicht zu verlieren. Hast du wichtige Items, solltest du sie hier lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Okay. Nice. Da vorne hätten wir außerdem noch das Makuhita-Dojo. Oh, das Makuhita-Dojo habe ich immer voll gefeiert. Da habe ich immer richtig viel gemacht. Hier kannst du Strategien für die Dungeons erlernen und perfektionieren. Ja, ist gut zum Trainieren so ein bisschen. Na, was sagst du? Hier findet man jede Menge nützliche Läden, was? Okay. Ach, da hinten ist noch die Bellypost. Folge einfach dem Weg, um hinein. Folge einfach dem Weg, um hinzukommen. Verdammt! Ich glaube, wir können uns da Infos zu Rettungsaufträgen holen. Also sollten wir zuerst zur Bellypost gehen. Okay, wenn du mal nicht weiter weißt, sprich mit deinem Partner. Vielleicht hat er ja ein paar nützliche Tipps parat. Wow, also wir pacen hier durch wie Mortimer Maus. Nee, ist nicht Mortimer Maus. Auf jeden Fall wie der Roadrunner von mir aus. Das Gebäude dort ist die Pelipper-Post. Okay. Also man muss sagen, echt, das ist schon gut animiert, du. Hier werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Siehst du das Infobrett da? Dort wird ein Rettungsaufträge ausgehängt. Wollen wir es uns mal ansehen? Okay, gucken wir uns mal das Infobrett an. Wir können auf jeden Fall Kleinhain und machen wir mal diese ganzen Donnerhöll. Ah, Kleinhain können wir auch noch mitnehmen. Angenommene Aufträge, dann können wir hier. Haben wir das schon geöffnet? Zurückstellen. Okay. Hast du alle die Aushänge gesehen? Wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, musst du einfach nur den Auftrag annehmen und in den Dungeon, in dem Auftrag angegeben ist. Folge einfach den Pfad von der Basis nach Süden, um den Dungeon zu gelangen. Okay. Als blutige Anfänger sollten wir uns die Aufträge am Infobrett schnappen. Auf diese Weise machen wir uns als Retterteam einen Namen. Und dann flattern die Aufträge auch bald in unseren Briefkasten. Okay, das können wir auf jeden Fall machen. Lass doch mal. Müssen wir denn die Aufträge, angenommene Aufträge, müssen wir die irgendwie öffnen? Sind die denn jetzt offen? Ich habe keine Ahnung. Was sind Zurückstellen? Okay. Wir gucken einfach mal, ob das jetzt möglich ist. Keine Ahnung wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wild und aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Okay. Vor kurzem gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich.
Zum Glück konnten Turtok und Ibakato das Feuer schnell löschen. Aber wenn sie nur etwas später gekommen wären, hätte das übel geendet. Oh, weh! Was mit dir? Wie bitte? Oh, die Philippa-Post. Philippa-Post ist immer geradeaus von hier. Die steht vorne am Kap. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Okay, erstmal mit den Leuten geredet. Super, wir gucken mal, ob wir das machen können. Okay. Zu den Dungeons geht's da entlang. Aber sind die dann jetzt schon eingeloggt? Weil früher musste man die immer, glaube ich, öffnen, oder? Es ist ein Auftrag annehmen und dann nicht ziellos um Pokémon zu helfen. Ja, warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe, ja? Okay, das kann ich jetzt machen. Dann machen wir mal die Donnerhöhle und den kleinen Hain. Donnerhallhöhle. Da 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 da. Okay. Aber kann ich mir nochmal die Aufträge ansehen? Wo sind sie denn? Da. Die Traumjäger, bitte begebe mich in U3. Dieser Dungeon macht mir Angst. Wir retten den. Und Wampel ist noch nicht wieder da. Kann irgendjemand helfen? Okay. Cool. Gut. Find's cool, dass man da mittlerweile. Schon vorher gesehen? Ups. Oh, ja, das geht. Okay, never mind. Ich dachte, das geht nicht. Oh, nicht mich zu wählen. Decke sollte reichen. Oh, ein Level aufgestiegen. Nice. Oh, die Animation dafür sieht auch mega fancy aus. Okay. So. Und Level 2. Etage 2. Nicht Level 2. Untergeschoss 2. Mhm. Okay. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Owei auffällt. Okay. Ist cool, dass man mittlerweile aber auch sieht, wo die sind. Okay. Da komm. Okay. Bin auch ein Level aufgestiegen. Ja, irgendwie die Partner steigen schneller auf. Okay, das gefällt mir nicht. Heiliger Bimbam. Oh, fuck, der ist schon. Oh ne, egal. So. Da ist er ja. Hurra, du hast Owei gefunden. Okay, Auftrag abgeschlossen. Danke, komm später zur Philippa-Post. Kentakio hält den Retterorden hoch. Okay. Okay. Nein. Okay. So, Etage 3 auf jeden Fall. Untergeschoss 3 auf jeden Fall. Okay, da ist Radfratz. Den bringen wir jetzt nach Hause. Vorab eine Schlammbombe. Okay. Okay, warte. Okay. Das wollte ich nicht. Wow, okay. Das ging schnell. Danke fürs Einsammeln. Find's cool, dass die so automatisch sind. Und es dauert auch immer ein bisschen, bis die. Ah, da ist er ja. So. Bratfratz gefunden. Bring Pfiffchen direkt neben Fratzfratz. Oh. Was? What? Okay. Never mind. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich dachte. Egal. Egal, ja. Ist ja kein großer Dungeon, von daher passt das. Vielen Dank! Entakio hält den Retterorden hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Radfratz und Co. Okay, gut, dass Fifi nur und Co. ist. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Nope. Verdammt. Ey, warte. Das ist cool. Feuerdämm ist echt eine coole Attacke, muss ich sagen. Labor war auf jeden Fall eine gute Wahl.
eine gute Wahl. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Wampi befindet. Okay. Wo ist er? Da. So, und wir haben auch Wampel gefunden. Sehr gut. Damit haben wir auch den letzten Auftrag abgeschlossen. Und wir können auf jeden Fall zurück. Yes, Baby. Wampel hat den Dungeon verlassen. Möchtest du den Dungeon jetzt verlassen? Ja. Das waren ja alle Aufträge. Von daher passt das perfekt. Tentakio hat alle Aufträge im Dungeon Donnerhallhöhle erfolgreich abgeschlossen. Okay. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Würde ja gerne 5-6 Stimmen gleichzeitig machen, aber ich glaube, das geht nicht. Du hast die Items ans Kangama-Lager geschickt. Okay. Danke, dass du mich. Dass du mich zu Radfratz geführt hast. Hier bitte deine Belohnung. Okay, perfekter Regenbogengummi. Du hast die Items ans Kangama-Lager geschickt. Danke, dass du Wampel gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Und wir haben Lebenssamen, auch nicht schlecht. Ich hoffe, die Items sind dann, oder ich hoffe, es ist dann ab der Stelle auch wieder spielbar vielleicht. Ich weiß es nicht. Wenn die echte Version rausgeht, dass man das so machen kann. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also, bis morgen dann. Okay, dann können wir, glaube ich, wahrscheinlich noch den Kleinhain machen am nächsten Morgen. Und dann schauen wir mal, ob die Demo immer noch weitergeht. Ich bin mal gespannt, wie lange die Demo weitergeht. Weil sind wir bei 40 Minuten. Ich glaube, ich werde das so am Stück hochladen. Also ich werde es auf jeden Fall. Okay, Guten Morgen, Kentakio. Lass uns auch wieder heute unser Bestes geben. Was passiert hier? Ein Loch hier und noch eins hier. Alles, aller guten Dinge sind drei. Gibt es etwas Schöneres als Tunnel zu graben? Nanu, wo bin ich denn hier? Was geht hier vor sich? Oh, das tut mir echt leid. Ich bin dick da. Ich habe vor der Pelipper-Post vergnügt mein Tunnel gegraben. Und ehe ich mich versah, bin ich hier bei euch gelandet. Entschuldigung, dass ich euch den Garten so verwüstet habe. Das wollte ich nicht. Absolut. Von Verwüstung würde ich hier noch nicht sprechen. Weißt du, ihr seid mir deswegen nicht böse? Ja, übertreib es halt nicht mit der Budelei. Nicht jeder sieht das so locker wie wir. Jetzt habe ich an mein Mikrofon gestoßen. Ich Dummerchen. Claro, das sehe ich ein. Vielen Dank. Aber wo der Tunnel schon mal da ist, könnt ihr ihn auch gerne benutzen. So, ich mache mich mal dann auf den Weg. Ich werde meinen Tunnel auch wieder zerschütten. Zerschütten vor allem, wenn ich dran denke. Also, man sieht sich. Okay, ein Tunnel. Ring Pelipper Post. Okay. Was ist in dem Paket? Willkommen im Retterteam auf ins Makuhita Dojo. Ja. Okay. Was? Intensivtickets? Okay. Was sind denn angenommene gelesene Zeitungen? Okay. Du hast ein Intensivticket. Dann nichts wie auf zum Training im Makuhita Dojo. Dieses Training lässt den Level deiner Attacken schneller aufsteigen. Alle Kämpfe in Dungeons, vor allem wenn du wiederholt sehr effektive Attacken auf Gegner abfeuerst. Doch damit nicht genug. Also, ja. So. Hab den Kopf nicht gefunden. Dieses Training lässt dein Level deiner Attacken schneller ansteigen, bla bla. Wo waren wir? Wiederholt sehr effektive Attacken auf Gegner, damit nicht genug. Das Makuhita Dojo bietet zudem gratis Auffrischungskurve zur Bewegungssteuerung in Dungeons. Okay. Ja. Sollen wir das Dojo machen oder nicht, ist die Frage. Aber ich glaube, ich gehe erstmal und mach mal. Kleiner Hain. Dum, 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 dum. Machen wir erstmal das. Kleinhain. Das ist der Kleinhain. So. Owa ist jetzt. Aua. Hello. It's me. Adele? So, okay, cool. Wir durften zweimal hintereinander angreifen. Ai, da 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 da.
Okay, wo ist er? Ah, genau neben uns. Cool, cool, cool. Was? Okay. Nee, da, wir haben keine Geschosse. Das sind, glaube ich, für eben diese Geschosse, diese Kieselsteine von früher. Hurra, du hast Nidoran weiblich gefunden. Auftrag abgeschlossen. Yeah, boy. Danke, komm später zu Pelipost. Okay, Pelipapost. Ich sag immer Pelipost, weil das geht so schön von der Zunge. Pelipost, Pelipost. Yo, wir wollen den verlassen. Hm? Der Dungeon wurde verlassen. So, wir haben alle Aufträge im Dungeon abgeschlossen. Bla bla bla. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Und wir haben eine Wankelbrille. Ist das ein Choice-Specs oder so? Keine Ahnung, ist das ein Weihglas? Weiß ich nicht. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also, bis morgen dann. Man kennt ihn. So, und weiter geht's mit den Träumen. Oder auch nicht? Doch, geht's. Träume ich etwa schon wieder? Da ist wieder dieses Pokémon. Nanu? Sucht da etwa jemand mit mir zu sprechen? Ich kann dich nicht verstehen. Wer bist du? Was willst du mir sagen? Huch, alles wackelt auf einmal. Ist das etwa ein Erdbeben? Oh nein, es wird schlimmer. Für einen Traum fühlt sich das aber ziemlich echt an. Ja. Am nächsten Morgen. So. Hallo? Kannst du mich hören? Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Du bist Kentakio, nicht wahr? Oh, du kannst mich ja gar nicht sehen. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Diktri. Während des Erdbebens letzte Nacht geschah etwas Fürchterliches. Mein Sohn Dikta wurde angegriffen. Was? Dikta? Er wurde auf die Spitze eines großen Berges entführt. Leider komme ich da nicht hin. Es ist einfach zu hoch für mich. Deswegen bitte ich dich um Hilfe, Kentakio. Ah, das ist die Stelle, wo wir gegen Panzer Aeron kämpfen müssen. Da hat unser Gekabon nicht unbedingt viel zu lachen. Vierfach Resistance, Baby. Dikta wurde von einem Pokémon namens Panzer Aeron entführt. Einem üblen und durchtriebenen Schuft. Du musst vorsichtig sein. Ich zähle auf dich. So, jetzt muss ich aber los. Wie lange geht diese Demo wirklich? Das ging schnell. Ich konnte überhaupt nicht Nein sagen. Andererseits lässt mich das Schicksal von Dikta auch nicht kalt. Da habe ich wohl keine Wahl. Na, dann mal los. Was ist denn das Letzte von der Demo? Stellt euch vor, durch den Bug habe ich die Vollversion. Das wäre es auch noch. Guten Morgen, Kentakio. Guten Morgen, Kentakio. Was? Jemand hat dich gebeten, einen Rettungsauftrag zu übernehmen. So ist es. Mein Sohn Dikta wurde entführt. Er wurde auf den Gipfel des Stahlbergs gebracht. Bitte helft meinem Kind. Auf Wiedersehen. Puh. Da fällt mir ein. Dikta ist doch das Pokémon, das hier den Tunnel gegraben hat, oder? Und der Kleine soll entführt worden sein. Da müssen wir doch helfen. Okay. Hier endet die Demo-Version. In der Vollversion kannst du dein Abenteuer fortsetzen. Und damit sage ich auch auf jeden Fall... Danke, dass ihr bei der Demo-Version zugeschaut habt. Ich fand's auf jeden Fall schon mal sehr nice. Alte Flashbacks. Ich habe Rot sehr gern gezockt damals. Erkundungsteam Rot. Ich find's auch gut, dass die da nicht irgendwie zwei Versionen wieder draus gemacht haben, ne? Wie sie es bei Remakes auch immer machen. Aber gut, es ist halt so, ne? Und ich freue mich schon im März, wenn wir es dann weiter Let's Playen oder von neu Let's Playen. Wie jeder andere auch. Naja, aber wir haben ja schon mal angefangen und so. Und ja, egal. Lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir gerne Kommentare, wie ob ihr euch auf die Demo-Version freut oder nicht. Ihr könnt auch gerne ein Abo da lassen, wenn euer nicht tot. Wenn ihr. Ihr könnt auch gerne ein Abo lassen, wenn es euch gefallen hat. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ja. Und macht's gut. Ciao, euer Kentakio. Bis dann.